Und einer, der das sicherlich unterstreichen würde, ist Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Schön, dass Sie heute zu diesem Tag zu uns gekommen sind. Eigentlich würde ich jetzt die erste Frage stellen, aber wir haben es mal so gemacht, wir lassen die Kinder die Fragen, die sie haben, an Sie stellen. Und Rabia, mach den Anfang. Da Sie Oberbürgermeister sind, müssen Sie sich ja um die Stadt und deren Einwohner kümmern. Ein großer Teil der Einwohner sind Kinder und Jugendliche. Deshalb möchten wir Sie heute passend zur Sendung fragen, wie Sie sich selbst für die Schüler der Stadt Mannheim einsetzen. Wie tun Sie das? Ja, im Grunde genommen gibt es kaum ein Thema, das nicht auch Kinder entsprechend berührt, ob es um Wohnen geht, um die Stadtentwicklung im Allgemeinen, aber natürlich ganz große Themen auch speziell für Kinder. Wir haben auch eine Kinderbeauftragte schon sehr lange. Wir sind gerade dem Netzwerk Kinderfreundliche Kommune beigetreten. Da gibt es dann auch Messsysteme, um zu schauen, wie kinderfreundlich ist eine Stadt. Wir haben jetzt die erste Rückmeldung bekommen. Wir machen gerade eine Bestandsaufnahme. Das sieht recht gut aus, dass wir da auf einem ordentlichen Weg sind. Natürlich die Stärkung von Kinderrechten. Wir haben ganz viele Beteiligungsmodelle, 68 Deins, also Mannheim, deine Stadt, die Kinder und Jugendlichen einzuladen, sich auch unmittelbar einzubringen, meistens stadtteilbezogen, aber manchmal eben auch für konkrete Projekte. Also ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber wir müssen auch als Gesellschaft lernen, dass wir oftmals auch Kinderrechte und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse von Kindern vielleicht zu sehr in den Hintergrund gesetzt haben, gerade wenn man an Verkehrsentwicklung denkt etc. Wenn wir da eine lebenswertere Stadt wollen, dann ist das auch im Interesse der Kinder. Ja, eine sehr gute Frage, auf die wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Vorher aber erstmal die Frage von Nass an Sie. Greta Thunberg hat vor rund einem Jahr die Aktion Fridays for Future ins Leben gerufen. Seitdem gehen viele Kinder auf der Welt auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Was halten Sie von dieser Aktion und wie unterstützen Sie den Klimaschutz? Kontroverses Thema natürlich. Ja, also einmal, wie unterstützen wir den Klimaschutz? Wir haben auch ein eigenes Programm für die Stadt Mannheim gerade auch vorgelegt. Wir sind auch international sehr engagiert, um das Thema Klimaschutzziele und Nachhaltigkeit zu erreichen. Zum Zweiten die Frage nach den Demonstrationen. Ich glaube, dass Fridays for Future enorm viel bewegt hat und zu Recht. Und zwar genau an dem Punkt, das, was Erwachsene gesagt haben, wir werden Ziele erreichen, darauf hinzuweisen, ihr habt aber die Ziele nicht erreicht und wir nehmen euch beim Wort und wir demonstrieren so lange, bis wir sehen, dass ihr wirklich auch die Ziele erreicht. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein Wunderpunkt und deswegen ist auch die Bewegung so erfolgreich. Und ich finde es ganz wichtig, auch die Erfahrung zu machen, dass man genau über dieses Engagement auch etwas erreichen kann. Es hat sich, glaube ich, über Fridays for Future noch mal einiges bewegt. Es ist viel Diskussion zusätzlich in Gang gekommen. Und das ist ja auch eine ganz positive Erfahrung, zu sagen, das hat Gewicht, das hat Bedeutung, wenn wir uns engagieren. Und insofern, glaube ich, ist das wirklich in ganz verschiedenen Dimensionen eine ganz bedeutende Bewegung. Ja, also das zielt eher auf tatsächlich nationale, internationale Themen ab. Wir haben aber auch lokale Themen, die die Schüler interessieren. Amira hat eine Frage. Der Pfalzplatz ist eine Anlaufstelle für viele Kinder und Jugendliche und somit ein sehr beliebter Treffpunkt des Lindenhofs geworden. Jetzt haben wir erfahren, dass dieser bebaut werden soll. Wie stehen Sie dazu und wohin sollen wir Kinder dann ausweichen? Tja, was soll passieren? Das ist deswegen ein tolles Beispiel, was natürlich auch zeigt, dass auch Kinder selbst unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben, die wir gleichzeitig auch versuchen müssen, irgendwo in Übereinstimmung zu bringen. Das eine ist, bisher ist der Pfalzplatz ein sehr großer Raum, auch zum Spielen. Ich denke, dass er das auf jeden Fall auch bleiben soll. Es ist, wie gesagt, ein großes Areal, auch mit einem ehemaligen Bunker, der potenziell bebaut werden kann. Und wir haben einen großen Bedarf, und das ist ein Bedarf für Kinder, nämlich Kindertagesstätten. Mhm. Und dafür brauchen wir dringend Raum. Der Pfalzplatz könnte eine Möglichkeit sein, dort eine Kindertagesstätte zu errichten, wenn wir das tun und an der Stelle einen Teil des Platzes bebauen. Dann gibt es auch die Chance, noch ein paar Wohnungen dazu zu nehmen. Wohnen ist natürlich auch ein Grundbedürfnis, nicht nur für Erwachsene, sondern natürlich auch für Kinder. Also auch da gibt es einen Bedarf. Und es wird darum gehen, möglichst eine Lösung zu finden, die allen Interessen gerecht wird, aber natürlich auch das Thema Spielen weiter zulässt und natürlich auch das, was wir dort an Natur haben. Dort stehen auch viele Bäume, auch entsprechend zu schonen. Dafür machen wir gerade eine Planung und wir werden sicher auch Kinder einbeziehen, was die konkrete Planung mit angeht.
Dr. Peter Kurz, danke, dass Sie bei uns waren und sich den Fragen der Kinder gestellt haben. Wir werden natürlich auch aus unserer Sicht ein Auge weiter auf diese Themen haben. Sehr gerne. Danke Ihnen.